Moin zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Oxygen Not Included. Der zweite Versuch, weil ich habe gerade versucht, euch hier in 7 Days to Die zu begrüßen. Ja, so ist das nämlich, die Einschläge kommen immer näher. Ja, und neue Folge Oxygen Not Included. Und wie ihr seht, ist hier meine Anlage voll in Gange. Es hat eine Weile gedauert, muss ich ganz ehrlich zugeben, bis die Kollegen hier fertig waren. Und nun sieht das aber schon so ganz gut aus, würde ich sagen. Funktioniert auch soweit. Ich glaube, ich werde hier nochmal ein, zwei Batterien abbauen. Weil eigentlich ist es Humbug, dass ich hier drei Batterien habe, beziehungsweise vier sogar, wenn man jetzt die automatische noch mitzählt. Eigentlich reicht höchstens vielleicht noch eine zweite Batterie, vielleicht noch. Weil ihr seht ja selber, die Akkus sind hier gerade mal zur Hälfte gefüllt. Ich weiß jetzt auch gar nicht, ob die als erstes leer gehen oder die als erstes leer geht. Das weiß ich jetzt gar nicht. Auf jeden Fall funktioniert das ganz gut, wie ich ja schon sagte. Ne? Hier oben wird Wasserstoff abgeschöpft. Das geht nachher hier vorne in die Wasserstoffkraftwerke. Ich habe hier noch als Reserve, habe ich dann eben halt die Kohle, die aber eben noch mitläuft. Normalerweise müsste ich da noch eine logische Schaltung reinbauen, dass ich vielleicht unter Umständen gewisse, Reihenfolgen einhalte, dass ich erst mit Wasserstoff die Wasserstoffenergie erst nutze, bevor ich halt Kohleenergie nutze und so weiter und so fort. Das muss ich mir aber nochmal ranlesen. Funktioniert insofern ganz gut. Die Anlage trägt sich an sich fast selber. Ein bisschen Kohle wird trotzdem noch verbraucht, aber wie ihr seht, kommt eigentlich auch ganz gut Wasserstoff rein. Das funktioniert eigentlich ganz gut. Ich hätte jetzt noch überlegt, eventuell reiße ich die Batterien tatsächlich weg, mache hier halt auf, beziehungsweise hier zu, dass es alles nur über einen Akku läuft und dass wir hier vielleicht noch einen Elektrolyseur tatsächlich noch mit reinsetzen. Ihr seht ja, es staut sich langsam auf, so soll es eigentlich auch sein. Ich habe hier ihn hier eingestellt, dass er bei 5%, wieder anfängt, so wie ihr gerade seht, dass dann die Anlagen laufen und dann den Akku entsprechend wieder aufladen. Allerdings reicht das noch nicht so ganz. Der Wasserstoff reicht insgesamt noch nicht so ganz, um wirklich das nur noch über diese beiden Anlagen laufen zu lassen. Aber wir kriegen ganz gut Energie raus, dass wir dann die Akkus auch ganz gut damit füllen können. Aber wir brauchen eben trotzdem noch ein bisschen Kohle. Deswegen müssen wir mal sehen, ob wir da vielleicht hier und da vielleicht noch ein bisschen mehr Wasserstoff generieren. So, das läuft ganz gut. Jetzt müssen wir natürlich gucken, ob wir hier vielleicht noch irgendwo Sauerstoff vielleicht nochmal reinpumpen. Hier oben vielleicht. Wie viel haben wir denn da? Hier haben wir 1200. Hier oben haben wir mittlerweile auch schon. Das macht sich schon ordentlich bemerkbar hier unten, obwohl wir hier Luft reinpumpen. Erstens mal haben wir hier schon fast einen Überdruck. Hier sind wir schon fast bei 2000. Und wenn wir hier oben mal gucken, hier sind wir mittlerweile bei 1200. Da hatten wir vorhin noch irgendwie 800 oder so. Das sieht ganz gut aus. Hier haben wir auch 1150. Das sieht eigentlich ganz nett aus. Ich frage mich gerade, warum hier noch das verschmutzte Wasser ist. Warum wird das nicht weggebracht? Flüssigkeit ist doch eigentlich... Verschmutztes Wasser ist drin, ja. Gut, das sieht ganz nett aus. Mal gucken, was sagen die Temperaturen. Das ist natürlich warme Luft, die wir da reinbrezeln. Wie warm ist die Luft, die wir da raushauen? Ah, 37 Grad. Das drückt schon ganz gut nach oben hier. Temperatur. Okay. Was macht denn die Anlage? Da ist eigentlich auch noch nicht so viel, wirklich viel passiert. Ah, da muss ich auch noch mal schauen. Jetzt sind wir bis hier gekommen. Okay. Da müssen wir noch mal ein bisschen weitermachen. Da wollten wir auch noch mal erweitern. Da sind wir eigentlich fast fertig. Warte auf Kupferlieferung. Hier ist noch Chlorgas. Ah, ich muss mal gucken. Ich überlege gerade mal. An sich ist es egal. Ich überlege nur gerade, inwieweit. Ja gut, pass mal auf. Dann machen wir das so. Wir nehmen erstmal den Kram weg. Das läuft ja soweit. Strom hatten wir schon gelegt, ne? Strom ist dran. Dann würde ich mich hier ganz gerne auch zumachen, damit wir das Wasser hier abfangen können. Oder Sanitär. Wie viel haben wir denn noch? 1225. Können wir auch Eisen nehmen.
Frage ist, ob wir... Welchen Weg wir jetzt zurückgehen. Ich würde am liebsten hier oben irgendwo lang gehen, dass wir das insgesamt ein bisschen kühlen. Oder hier lang, da lang. Da kommen wir wahrscheinlich gar nicht rüber. Oder wir müssen hier lang gehen. Weiß nicht, ob das so schlau ist, wenn wir das hier runterkühlen. Ich glaube, es wäre sinnvoller, wenn wir hier... Wenn wir hier mal so lang kühlen. Wir dürfen nicht vergessen, das ist ja auch ordentlich kühles Wasser, was da durchläuft. Dürfen wir nicht vergessen. Gehen wir mal darüber. Darunter. Vielleicht hier. So, das brauchen wir natürlich irre viel Material. So. Das würde mich jetzt nämlich nicht mehr gehen. Metall, doch Eisen geht noch. Und jetzt müssten wir eigentlich hier ran. Ach Mist, haben sie es natürlich schon. Jetzt haben sie das Material natürlich schon verbraten. Hä, was ist da denn hier? Was? Nein. Warum hat er denn plötzlich alles da reingepackt? Was ist das denn für ein Blödsinn? So. Ah, das ist natürlich warme Luft hier drin, ne? Das ist das Problem. Wir müssen eigentlich das eigentlich auch ein bisschen runterkühlen. Vielleicht kriegen wir das auch noch so ein bisschen. Ich weiß nicht, ob wir das runtergekühlt kriegen. Ah, ja, müssen wir mal gucken, wie sich die Temperatur entwickelt. Ich bin da eben noch ein bisschen in der Experimentierphase. Aber zumindest finde ich das schon mal ganz gut, dass hier... Deswegen ist es vielleicht auch gar nicht so verkehrt, dass wir hier die Luft reinpusten. ...2000 Gramm Dampf, atembares Gas, 106 Grad. Hier würde ich irgendwann vielleicht mal so einen Dampfgenerator hinbauen. Ich glaube, der ist auch ganz geil. Huch! Ape! Ach so, weil hier noch zu war, ne? Ah, ja, ist natürlich auch schlau, deswegen pennst du da oben. Okay, mal kurz auf Pause gehen. Da werden wir uns den mal kurz gefangen nehmen und auch den mal einfangen. Und die sollen mich hier vorne hin, weil ihr seht nämlich hier die Pflanzen. Ja, ich glaube, unser Sweetel ist da vernibbelt. Der hat nämlich schon eine gewisse, naja, ein gewisses Alter erreicht. Deswegen, ja. Ripped Sweetel. Ja, tut mir leid, dass er da oben pennt, aber es nützt ja nichts. Aber kommt er nicht? Ne, er kommt nicht. Also er erscheint nicht. So, das können wir mal dahin packen. Ja, kommt er schon. Er muss langsam aufs Klo, ne? So langsam muss er. Dann machen wir hier mal ein bisschen Prio auf die, dann kommt er nämlich auch raus. Da kann er nämlich dann auch so langsam mal aufs Klo, der Kamerad. Der muss wirklich dringend, wie es aussieht. Hat auch noch einen langen Weg vor sich. Nicht, dass er mir noch in die Bude pinkelt hier. Ach, jetzt kann er... Oh, das muss sich so herrlich anfühlen. So, oh. Ich höre es bis hier. So, oh. Wenn es überall drückt und zwickt und keine Ahnung, dann... Naja. Gut. Gut, da haben wir alles weg. Das ist gut. Und pass mal auf. Dann machen wir nämlich gleich hier den nächsten Step. Machen wir diesen Sedimentgestein, Obsidian, Mafisches, Granit, Magmatit. Machen wir hier mal zu. Können wir mich hier aufmachen? Ja, dann müssen sie natürlich hier runter und. Ja, und nützt ja alles nichts. Dann müssen sie mal ein bisschen tauchen. Nützt ja alles nichts. Mal gucken, wie sich hier Wasserstoff ansammelt. Ah, es ist natürlich so, wir kriegen, es ist zwar insofern ja positiv, dass wir hier mehr Sauerstoff rauskriegen, als wir Wasserstoff reinkriegen. Das ist natürlich insofern positiv, als dass wir eben halt nicht unnötiges Gas produzieren. Auf der anderen Seite ist es natürlich auch relativ wenig Wasserstoff, um wirklich die ganze Anlage autark laufen zu lassen. Das ist natürlich auch wieder so ein Problem.
Aber vielleicht kriegen wir später ja noch ein bisschen Wasserstoff hinzu. Von daher. Schauen wir mal. So. Ja, hier ist das Radiatorrohr. Das geht hier oben lang. Was haben wir denn da noch für ein Radiatorrohr? Achso, hier geht das da lang. Okay, alles klar. Naja, den Bereich würde ich ganz gerne kühlen hier. Und wenn wir hier noch einmal rumgehen, dann können wir quasi den Bereich drumherum eben auch noch so ein bisschen kühlen. Aber ich weiß nicht, ob nachher die Temperatur, ob das nicht so hinhaut. Es ist experimentell. Wir gucken halt so ein bisschen und dann mal schauen, ob das was wird, was wir uns hier so ausdenken oder ob wir uns da komplett verlaufen. Und man sieht es hier in dieser kleinen, ich weiß nicht, ob ihr das seht, diese kleinen Bläschen hier im Hintergrund. Das heißt, dass wir da eine relativ hohe Temperatur haben. Da sind wir nämlich dann schon im Dampfstatus. So, Blaupause. Kupfer. Oh, Hilfspaket, das nehmen wir doch gerne. Bisschen Kupfer nehmen wir gerne. Mein Traum wäre irgendwann, dass wir hier, dass der Gastank dann so einigermaßen voll ist, dass wir uns eben hier autark ohne Kohle, dass wir da arbeiten können. Aber mal sehen, ob das hier funktioniert. Ich hatte das ja noch ein bisschen umgebaut. Ich hatte ja die Pumpe vorher hier vorne stehen. Ich habe die einfach mal ganz nach oben gesetzt, weil ich mir dachte, das leichteste Gas ist auf jeden Fall da. Das heißt, Wasserstoff können wir da reinziehen und alles andere, was er reinzieht, filtern wir hier weg. Dann kommt das halt hier raus. Man sieht das ja auch, dass er Wasserstoff schön wegzieht. Allerdings brauchen wir diesen Puffer eigentlich momentan gar nicht. Aber es geht schon klar. So, da sind sie noch am Bauen. Bauen natürlich noch schön lecker hier meine Kühlung zu Ende. Ah, Sweetles haben sie einen. Sweetle haben sie schon eingesetzt. Das ist schon mal geil. Haben sie beide Sweetles genommen? Tatsächlich. Der ist alt. Naja, die. Oh, warte mal, halt. Einfangen, gleich mal einfangen, wenn wir gleich ein Sweetle-Ei haben. Kleinen Sweetle, den können wir doch mal reinsetzen. Das passt schon. Also ohne Ende Kohlendioxid, das müssen wir nochmal irgendwie verarbeiten. Hier kommt natürlich eine ganze Menge Kohlendioxid von hier oben. Es war hier alles drin. Hier sieht man ja auch, das Schwarze ist hier immer noch Kohlendioxid, aber das steigt natürlich nicht auf, sondern bleibt hier unten, weil das ein schweres Gas ist. Und deswegen drücken wir das quasi aus diesem Part hier raus. Und selbst wenn das hier rauskommen würde, dann geht das hier unten, schleicht gleich nach unten durch. Also, ja. Also, wie schaut es mit Wasser aus? Okay, guck mal, das Wasser wird da gleich mit verarbeitet. Das ist doch gut. Sehr schön. Jetzt wäre es mal super, wenn ihr hier ein bisschen weitermachen würdet. Die machen gerade die Radiatorenrohre erstmal fertig. Finde ich jetzt allerdings auch nicht verkehrt. Haben wir da nämlich auch einen Schritt weiter. Eisenerz fehlt uns. Haben wir hier irgendwo Eisenerz? Garantiert haben wir irgendwo Eisenerz. Overlay brauchen wir. Wir brauchen Overlay, gibt es auch für Eisen. Material-Overlay. Metalle. So, das ist Eisenerz. Haben wir irgendwo mal. Also das rötliche ist Eisenerz. Da haben wir zum Beispiel eine ganze Batterie Eisenerz. Haben wir hier irgendwo noch mehr Eisen? Da kommen schon sehr viel aus Eisen. Kupfer, Erz. Kupfer, 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 Kupfer. Alles Kupfer, Kupfer. Wolframit. Wolframit. Momentan fällt mir das nur auf. Aber nochmal Wolframit. Ah. So viel Eisen haben wir ja tatsächlich gar nicht, wa? Oh, Gold, Amalgam. So, ja gut, okay. Da müssen wir hin. Und hier haben wir auch nochmal schön lecker Wasserstoff. Das steigt sowieso nach oben. Wenn Pass mehr ist, dann können wir gleich mal reinjucken. So. Oben hin. Ist eigentlich doof, was ich gerade mache. Weiß nicht, wie weit können die bohren? Ich glaube immer zwei weit, ne? Ich glaube mal zwei. So. Da haben wir natürlich auch einen ganzen verschmutzten Sauerstoff. Das müssen wir eigentlich auch nochmal fixen, das Thema. Aber so kommen wir denen wenigstens mal wieder an Eisen ran. Das hier? Achso. Alles klar. Ja, okay, super.
kommen wir auch da so langsam vorwärts. Ich hätte das ja tatsächlich hier oben auch hingesetzt, aber wenn wir da schon so relativ warme Luft rausbottern, dann macht das ja eigentlich keinen Sinn, weil wir uns damit die Bude erst recht warm machen. So, siehst du mal, da kommen wir schön zu Eisen, wird wieder Eisen produziert, sehr gut. Sehr schön. Schön. Das dauert alles natürlich ein bisschen. Ne? Die müssen erstmal Material abbauen, die müssen mal Ressourcen abbauen, dann müssen sie es veredeln, dann verbauen. Das dauert immer alles ewig und drei Tage. Zumindest Ressourcen, Dornblütensamen und warten auf Materialien. Ja, das ist alles so Sachen. Dornblütensamen. Müssen wir eigentlich auch nochmal irgendwo mal irgendwie anpflanzen, Dornblüten. Was ist hier eigentlich? Graupelweizenkorn, Graupelweizen, naja, die waren auch, glaube ich, auch sehr gut. Ich meine, die konnten auch richtig, die waren auch, glaube ich, richtig lecker, die Sachen. Bewässerung, Erde, ja, die brauchen wieder Erde, das ist wieder ein bisschen mehr. Sehr schön. Dauert natürlich alles ewig und drei Tage. Dann muss es mal wieder warten und gucken. Gut. Ja, dann können wir in der Zwischenzeit schon mal schauen, was wir noch mal Feines machen können. Ich wollte ja eigentlich ein paar Sweetles ausbrüten. Aber das Problem ist... Wie kriegen wir das hin? Ich brauche eigentlich von den Group-Groups. Oh, ich brauche noch ein paar von denen hier. Das heißt ein paar, zumindest ein. Die pflegen hier noch nicht wirklich. Ja, müssen wir sie noch ein bisschen hinterziehen. Schlamm. Ich glaube, aus diesem Schlamm können wir noch irgendwas rausproduzieren. Dafür haben wir diese Schlammschleuder. Wie hieß das Ding? Was wir mal gebaut haben. Okay, gut, super. Dann haben sie das ja auch schon gemacht. Dann müssen wir einmal Gebäude abreißen. Und zwar den ganzen... Unten. Da müssen wir vorsichtig sein. Machen wir am besten beides, dass wir hier einmal runterbauen. Vielleicht machen wir das an der Stelle. Gebäude. Da einmal aufmachen und da einmal aufmachen. Das mal gefordert, dann ist wieder Feierabend. Die haben es gut, die haben es so gut. Ein paar Pflanzen kriegen die bewirtschaftet, die aber nicht alle. Dann brauchen wir noch ein paar mehr Groups. Beziehungsweise hier die Sweetles. Wir verbraten hier doch schon ganz gut Kohle, ne? Da müssen wir mal sehen, dass wir da noch ein bisschen mehr produzieren. Ja, ich muss sie sowieso noch ein bisschen laufen lassen, weil ich meine, wir haben noch so viele Sachen, die wir noch abbauen müssen. Zum Beispiel jeden Schwefel, den müssen wir noch haben. Damit wir überhaupt dann unsere ganzen Sachen abbauen können. Anpflanzen können. Ah, hier haben wir noch eine Menge Kupfererz. Das ist mal gut. Ich meine, solange wir noch so eine Lage haben, guck mal, hier müssen wir eigentlich hin. Da müssen wir eigentlich hin. Da müssen wir eigentlich hin. Schön an den Schwefel ran müssen wir.
wie weit sind wir hier? Bis da haben sie schon gebaut. Das ist gut. Na gut, hier fehlt noch ein bisschen was. Zyklus des Jahrhunderts. Boah, das ist lieber richtig, wa? Jo, meine Güte. Viele Achievements hier. Geil. Geilomat. So, was haben wir denn? Anzahl Leitern 725. Das ist schon ein bisschen was. Zyklen 198. Okay. Na, das sieht doch schon mal gar nicht so verkehrt aus. Also ich sag mal, wir sind ein bisschen davon entfernt, wirklich drauf zu gehen und eine kaputte Basis zu haben. Aber kann ja auch ganz fix gehen. Wir haben das ja schon anders gehabt, dass es erst ganz gut aussah und dann kam irgendwann dieser eine Moment, wo alles zu Bruch ging. Und das ist natürlich dann immer so ein bisschen mies. So, kommen die da jetzt rüber? Ich zerlege das mal Gebäude. Zerlegen. Natürlich blöd, dass der Schmodder hier unten wieder liegt, aber was willst du machen? Oh, ich dachte schon, der wird ja jetzt gerade vergessen. Sehr schön. Haben wir nämlich hier wieder ein bisschen mehr Platz für die ganze Sohle. Hier können wir sogar noch weiter nach unten ausbauen, wenn wir müssen. Schaut es eigentlich hier temperaturtechnisch aus? Eigentlich auch noch ganz gut, ne? Hier haben wir natürlich ordentlich Temperatur, aber es gleicht sich eigentlich immer ganz gut aus. Na, hier haben wir 12 Grad. Na ja, schon 16 Grad. Ja, müssen wir mal gucken, ob das mit der Sohle nicht doch ein bisschen knapp wird. Batterie. Ja gut, ist klar, dass er gleich null hat, weil der will ja noch nicht laden hier, der Kamerad. Das ist gut. Ja, ich meine, wir sind bei Zyklus 200, ne, und wir haben eigentlich noch nicht so viel erreicht. Immer so ein bisschen zum Rumexperimentieren reicht mir das erstmal. Das müssen wir auch nochmal hier loswerden, den ganzen Schmodder. Vielleicht sollen wir das hier einfach mal... Vielleicht sollten wir das hier einfach mal ablassen, das Wasser. Können wir eigentlich mal machen. Einfach mal ein bisschen absperren und dann können wir das Wasser hier... Oh, das können wir gleich gucken. Aber dann können die hier und dann können sie hier aufmachen. Das passt schon. Ja, 1000. Auch über 1000. Da sind wir, glaube ich, ganz gesund, was das angeht. Über 1000 ist, glaube ich, sowieso gut. Sieht auch schon relativ gesund aus hier, die Luft. Hier sieht das nur nicht so gesund aus. Ich denke mal, die gehen auch absichtlich hier unten lang, weil hier am meisten Sauerstoff ist. Aktiv, sagt er. Ja, siehst du mal, da haben wir doch da auch dann schon mal so ein bisschen was gemacht. Da haben wir natürlich auch noch ein bisschen Schmodderwasser drin hier, beziehungsweise normales Wasser. Gut. Das wäre dann schon mal das nächste Experiment gewesen. Das ist doch schon mal fein. Dass sich die Anlage erstmal selber trägt. Jetzt haben wir hier natürlich noch wahnsinnig Kohlendioxid. Ah, aus dem Kohlendioxid kann man, glaube ich, kein verbrennbares Gas machen. Das wäre natürlich auch nochmal eine feine Sache. Maximal rot. Ja, ich möchte das eigentlich ungern machen. Ich wollte eigentlich ungern hier vorne luftdurchlässige Ziegel machen. Dann könnte man zwar das Kohlendioxid nach unten wegziehen lassen, aber dann hast du eben halt auch Sauerstoff und Wasserstoff, was vielleicht nicht nach oben zieht. Und das wollte ich eben halt auch nicht so gerne machen, weil spätestens dann, wenn das ganze Kohlendioxid hier raus ist, hier aus der Ebene, es sei denn, man könnte es vielleicht... Oder wir lassen es einfach mal drauf ankommen.
Kommen sie aber nicht hin. Machen wir es mal von hier draußen. Wir bauen das einfach mal um. Wir bauen das einfach mal um und zur Not setzen wir dann nachher wieder einen Block vor. Nur, dass wir vielleicht erstmal das Kohlendioxid erstmal rauskriegen. Wir müssen eigentlich das Kohlendioxid rausdrücken, normalerweise. Da wird natürlich auch Sauerstoff und Wasserstoff wahrscheinlich auch noch mit rauskommen. Mal sehen. So, sehr schön. Wie schaut's hier aus? Ja, sie werkeln halt, ne? Sie werkeln halt. Ja, was wollen wir jetzt noch machen? Ich würde eigentlich ganz gerne... Ich brauche eigentlich mehr Strom. Ich brauche wesentlich mehr Strom, weil wir dann hier eben mal noch ein paar Sachen machen wollen, wie zum Beispiel so ein Eibrüter-Ding oder was, wie heißen die? Was meine ich? Eine Station sind sie. Eine Station, so ein Eibrüter-Teil. Dünger. Kupfer nehmen wir wieder. Gerne wieder. Guck mal, Kupfer nehmen sie auch gleich auf und dann geht's gleich los, der Tanz. Was ist das, Kupfer? Achso, eigentlich wollte ich, dass das Eisen haben. Wahrscheinlich hat er aus Kupfer gewählt, weil ich kein Eisen mehr hatte. Deswegen wahrscheinlich. Aber umso besser. Wo ist denn das mit den Eiern? Nahrung? Brutschrank. Hier haben wir ihn noch. Den Brutschrank. Der hat mal eben 240 Watt. Na geil. Und plus 4,5 Kilo DTUs. Den hatte ich mir schon mal ausgesucht, weil ich dachte mir, es wäre vielleicht gar nicht so verkehrt. Wenn wir das eine oder andere Ei hier vielleicht mal ausbrüten. Gerade so bei den Sweetles oder so. Weil ich glaube, liegen auch Sweetle-Eier ganz gerne mal rum. Oder ich hatte sie mal gesehen. Vielleicht sind die mittlerweile auch alle eingegangen. Oder geschlüpft oder sonst irgendwas. Ja gut, okay. Alles klar. Ja, ich habe jetzt eigentlich keine großen Pläne. Ich wollte jetzt eigentlich mal schauen, dass wir... Und das hier wegkriegen. Dass wir uns mal weiter nach oben buddeln, beziehungsweise auch weiter nach unten buddeln. Hier sieht man ja schon, wir haben hier oben Vakuum. Das heißt, hier werden wir vielleicht irgendwann mal unsere Raketenstation bauen. Und hier sind ja auch nochmal Sweetles. Da wollte ich auch ganz gerne hin. Warum habe ich da eigentlich nicht weitergebaut? Achso, das sollte auch gar nicht nach unten durch. Nee, klar, das Wasser... Richtig, und die sollten eigentlich hier rüber. Hier sollten sie eigentlich lang. Haben sie auch noch nicht gemacht. Naja, gut, weil die eben halt auch zu tun haben, ne? Die haben ohne Ende zu tun. Da haben sie noch irgendwie keine Lust hochzugehen. Ich weiß nicht, ob das zu wenig Sauerstoff ist. Kann aber nicht sein. Hier ist überall Sauerstoff. Vor allem richtig gut Sauerstoff mit 1800. Also da hast du eigentlich kein Problem. Was war das jetzt? Kobalt-Vulkan? Genau, den haben die auch noch mal gefunden. Da können wir eigentlich auch noch mal rüber. Bei Zeiten. Schließlich brauchen wir da den Schwefel. Ja, ich stecke momentan so ein bisschen fest. Ich weiß nicht so richtig, in welche Richtung ich weitermachen soll. Das ist aber zumindest schon mal ganz, ganz nice. Ich glaube auch so langsam, guck mal, so langsam staut sich das auch ganz gut auf. Vielleicht verteilt sich das jetzt auch einfach nur noch ein bisschen besser. Es ist auch schon wesentlich weniger Kohlendioxid. Das ist schon ganz gut. Haben wir eigentlich... da muss ich gucken. Kohlendioxid, hier ist alles voller Kohlendioxid. Ich hätte gedacht, dass hier vielleicht noch Wasserstoff oder sowas durchzieht, aber dem scheint nicht so zu sein. Dann könnte man theoretisch ja
Hätte man die auch hier unten reinbauen können. Na, lass uns erstmal so. Das können wir wenigstens noch von außen bauen. Das müsste ich eigentlich mal zurückstauen. Das ist schon ganz gut so. Schaut es temperaturtechnisch aus? Naja, es wärmt sich hier so langsam auf, ne? Deswegen sag ich ja, wir müssen hier so langsam mal runterkühlen. Ah, sehr schön. Wasser ist da, perfekt. Sehr schön. Forschung. So, machen wir da auch mal weiter. Forschung, da haben wir, sind wir schon so weit. Ansonsten können wir mal sehen, dass wir vielleicht mal so richtig in die nächste Ebene gehen, das mit dieser gelben Forschung. Gelbe Forschung, was war denn das jetzt noch? Gelbe Forschung, wo war das noch? Flüssigkeit, Medizin, Medizinkohle. Ne, Kolonieentwicklung, nicht Kohle. Strom. Strom. Das war auch nicht da. Wo war denn das mit Forschung? Wurde es doch gesehen. Ja, das ist das. Dann brauchen wir wahrscheinlich jenem hier. Materialstudienterminal und manueller Teilchenblitzgenerator. Veredelt radioaktive Erze zur Erzeugung von Teilchenblitzen. Ich befürchte fast, dass wir das brauchen, um das hier zu generieren, mit Strom zu versorgen. Das heißt, das ist wahrscheinlich eine Station, ne? Ja, 4,5 Kilo DTUs, 120 Energie. Teilchenblitze. 10 Einheiten pro Forschungspunkt. Ja, das war klar. Das heißt, wir müssen eigentlich so Richtung Uran gehen. Da müssen wir eigentlich hin. Das heißt, dafür brauchen wir wiederum Blei. Bleianzüge. Für Bleianzüge brauchen wir wieder auch eine andere Station. Webstuhl. Kleidungsschneiderei. Verbessert schicke Anzüge und erstklassige Kleidung. Da müssen wir also da mal so ein bisschen hin. Schutzanzug Schmiede. 400. Scherstation. Virtuelles Planetarium. Webstuhl. Anzug Schmiede. Industrielle Maschinenschutzanzüge können mit Sauerstoff gefüllt werden, damit Duplikanten sicher gefährliche Gebiete betreten können. Ja, aber ich will ja. Brauche ja irgendwelche Anzüge, Bleianzüge. Webstuhl, das wird nichts bringen, glaube ich. Station, fertig, Geräteverwendung, Duplikant nicht herstellen. 60, an der Basisstation kann Duplikant Sauerstoffmasken herstellen, die sie in Gebieten mit geringer Atmungsfähigkeit tragen können. Da können wir eigentlich mal auch das hier so ein bisschen nutzen, was wir hier gerade, das, was wir hier gerade rauspumpen. Da könnte man eigentlich auch mal so ein bisschen gucken. Das ist gar nicht so verkehrt, wenn die mal Atemmasken hätten. Und hier können wir eigentlich schön satt Sauerstoff erstmal hinpacken. Wobei, wir machen das nochmal ganz anders. Sauerstoff, Strom, Lüftung, wo hatte ich denn das? Da, Gastank. Dass wir das vielleicht erstmal. Aber wir können ja auch den runterkühlen. Brauchen ja gar nicht mal. Na ja, gut, Kühlung müssen wir ja so oder so machen. Zerlegen. So, Rohrleitung, Gasleitung. Das machen wir erstmal weg. Das hier. Das bauen wir auch mal ab. Können wir da nämlich sonst Sauerstoff nämlich zwischentanken? Und dann können wir das nämlich dann als Zwischentank nehmen für Atemschutzmasken etc. pp. Was können wir machen? Warten wir da jetzt aber nochmal einen Moment. Ich lasse jetzt erstmal pennen, da haben wir sowieso gerade Pause und Nachtruhe. Dann würde ich sagen, machen wir in der nächsten Folge weiter. Es war auch heute ein bisschen, die Folge war natürlich so ein bisschen mehr so beobachten, zuschauen, so ein bisschen voyeurmäßig, weil ich erstmal gucken wollte, wie was passiert, wie was funktioniert. Dann werden wir wahrscheinlich in der nächsten Folge ein bisschen mit. Naja, weitermachen nicht. Also ich werde mal sehen, dass wir hier irgendwo
dass wir Schutzanzüge bauen, dass wir dann Richtung Uranerz gehen können. Dann brauchen wir eben halt so irgendwelche Bleiausrüstung, schätze ich mal. Dass wir das nutzen, um dann wieder zu forschen. Da in die Richtung müssen wir ja, weil sonst kommen wir auch forschungstechnisch nämlich nicht weiter. Das wäre ja auch ein bisschen blöde. Und dann geht es dann nämlich weiter. Das werden wir auch nochmal umbauen. Ich werde, glaube ich, das mal hier unten alles hinsetzen. Und dann bauen wir hier quasi unser kleines Labor rein. Das können wir ja mal machen. Also gehen wir so ein bisschen Richtung Forschung, so ein bisschen Uran und so weiter. Ich weiß noch nicht, kann man da was gucken? Sauerstoffmaske, Aluminiumerz. Sauerstoffmaske, Sauerstoffmaske, Sauerstoffmaske. Einheiten 1. Abgenutzte Sauerstoffmaske. Athletik minus 2. Okay. Athletik minus 2. Achso, wenn sie generell Masken tragen, ist Athletik minus 2. Hat das denn sonst irgendwie einen Unterschied? Eigentlich nicht, ne? Gut, abgesehen natürlich vom Grundmaterial. Aber das ist eigentlich relativ gleich. So, warte mal, dann machen wir das mal ganz kurz fertig. Ne, hier dürfte wahrscheinlich der Druck maximal sein, ne? Ja, 1800. So, gut. Dann werde ich aber erstmal ein kleines Päuschen machen. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen, fürs dabei sein. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge Oxygen Not Included wieder, wenn wir vielleicht mal wieder ein bisschen was bewegt bekommen. Und das nächste Projekt angehen. Ich will so ein bisschen, ne, Richtung Uran und Energie und bla 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 und hier und da. Müssen wir mal schauen. Alles klar, dann vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.